Mein Name ist Monika Beutler. Ich bin Mitglied im Team Fachreferat der Bibliothek von Roll und des Bereichs Human- und Sozialwissenschaften und mache heute hier diese kurze Einführung zu den Altmetrics, beziehungsweise so, dass Sie dann Ihren Forschungsoutput in den sozialen Medien und News auch verfolgen können. Gut. Ja, was ist das überhaupt, Altmetrics? Das kommt eigentlich aus einem Hashtag, den es seit 2010 gibt. Und zwar steht das für alternative Metriken in eigentlich Abgrenzung. Ich weiß nicht, das funktioniert da nicht. Zur traditionellen Messung der Metrik, also dort wird eigentlich die Relevanz eines publizierten Artikels gemessen. Das bedeutet, wie oft, dass ein Forschungsartikel in wissenschaftlicher Literatur zitiert wird. Der Nachteil hier ist, dass es meistens relativ lange dauert, bis dann die Daten hierzu auch verfügbar sind. Im Gegenzug dazu sind dann die alternativen Metriken, Altmetriken oder Altmetrics genannt, eigentlich ein alternativer Weg zur Verfolgung eines wissenschaftlichen Outputs. Hier geht es immer noch um Forschungsartikel, aber es wird weniger die Verbreitung jetzt in wissenschaftlicher Literatur angeschaut, sondern viel breiter die Verbreitung, also das heißt Erwähnung, Verwendung, Speicherung und auch insbesondere Teilung in Online-Quellen. Es wird in dem Sinne eigentlich so die akademische Aufmerksamkeit und Relevanz etwas einer sehr breiten Aufmerksamkeit und Relevanz gegenübergestellt. Wie werden diese alternativen Metriken oder Altmetrics erfasst? Es gibt verschiedene kommerzielle Anbieter. Sie sehen hier ein paar aufgelistet. Ich konzentriere mich heute auf altmetric.com. Ich zeige Ihnen den Donut, den Sie anbieten. Und dort werden Blogbeiträge, Twitter, Facebook, LinkedIn, aber auch Verwaltungssysteme wie Mendeley oder YouTube, Wikipedia, Newsartikel etc. ausgewertet. Eine vollständige Liste finden Sie unter dem hinterlegten Link. Die Auswertung, die wird dann so in Form eines Donuts, sagen Sie dem, hier dargestellt. Moment, jetzt kann ich vielleicht wieder den Pointer nehmen. Da dargestellt, also zuinnerst sehen Sie die Zahl, wie viel Mal, dass das irgendwie weiterverbreitet wurde. Das ist jetzt hier schon extrem hoch mit 116.000, 1000, Moment. 11.646, jetzt geht's. Und die Farben zeigen dann eigentlich, in welchen Medien, in welchen Quellentypen oder Arten, dass das weiterverbreitet wurde. Sie sehen hier eine Auflistung der Möglichkeiten. Es sind, glaube ich, insgesamt 17. Diese Quellen, die werden aber nicht alle einfach eine Erwähnung in einem Zeitschrift ist dasselbe wie ein Tweet, sondern das wird gewichtet. Wie genau das geschieht, sage ich Ihnen nachher noch kurz. Vielleicht noch jetzt hier, wie das aussehen könnte. Das ist, meistens sind die Donuts nicht so schön farbig, wie das vorhin der Fall war. Bei uns hier ist es sehr oft ein so blauer Fall, wie Sie hier auf der Seite sehen. Das heißt, es sind relativ viele Erwähnungen in Twitter. Das ist mir in den letzten Tagen, als ich das vorbereitet habe, sehr oft untergekommen, dass wirklich die Haupterwähnung in Twitter war. Teilweise ist es etwas mehrfarbig oder dann doch wie hier, wo es schon ziemlich ausgeglichen ist. Sie sehen dann auch immer, wenn Sie das anklicken, die Details, können Sie sehen, wo, wie viel erwähnt wurde. Also eigentlich ist auch, je mehr Farben das es hat, desto vielfältiger sind die Erwähnungen, desto weniger konzentriert es sich auf einzelne Quellenarten. Genau. Und jetzt zur Gewichtung noch. Wie kommt die zustande? Also was bedeutet
In welchem Fall ist was wie wichtig von den unterschiedlichen Quellenarten? Einerseits wird das Volumen gezählt, also wie oft, dass ein Beitrag von verschiedenen Personen erwähnt wird. Also wenn ich jetzt fünf Tweets zum selben Artikel verschicke, dann wird es nur als einmal gezählt. Auch wenn ich fünf Blogartikel verfasse, weil das immer von mir verfasst wurde. Es müssen schon fünf verschiedene Personen je einen Blogartikel verfassen, dass es fünf Einträge wären. Das ist das eine Gewicht. Und dann wird auch unterschieden, wer das genau jetzt diesen Eintrag macht. Also ein Fachautor, der etwas aus seiner Fachcommunity weitergibt, zählt mehr, als wenn eine automatische Mitteilung von einem Journal verschickt wird, beispielsweise. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist die Quellenart an sich. Es hat jede Quellenart eine bestimmte Gewichtung. Beispielsweise zählt ein Zeitungsartikel mehr als ein Blogpost und dieser zählt auch mehr als ein Tweet. Und so kommt dann als Total eigentlich dieser Donut zustande. Was heißt es jetzt für mich persönlich als Wissenschaftlerin? Wo ist mein Mehrwert, mein Nutzen, wenn ich mit Altmetriken arbeite und das auch für mich zu promoten versuche? Es ist einerseits so, dass ich dann Resultate auf Artikel, Autoren oder auch institutioneller Ebene haben kann. Also ich kann nachschauen, wie sieht das Bild über mich als Autorin aus, aber auch über einen bestimmten von mir mit oder allein publizierter Artikel. Und ich zeige Ihnen das ganz am Ende auch. Es ist auch möglich zu schauen, wie die Universität Bern beispielsweise als Institution insgesamt abschneidet. Ein großer Vorteil, denke ich, der Altmetric besteht darin, dass Sie die Resultate sofort anzeigen. Sobald irgendwo etwas erschienen ist, das erfasst wurde, ist das sichtbar. Also ich muss nicht mehr Monate oder sogar Jahre lang warten, bis ich etwa weiß, wie das aussieht, wie es aufgenommen wurde und eine Auswertung habe, sondern das geschieht sehr rasch. Es gibt auch einen breiten Überblick über die Verbreitung. Also es ist nicht nur auf den wissenschaftlichen Kontext und das wissenschaftliche Umfeld beschränkt. Dadurch hilft es mir auch, durch alle diese Punkte Anerkennung für meine Aktivitäten zu erhalten. Also ich kann Zitate vervielfältigen, ich habe auch Möglichkeiten darauf einzuwirken, dass das besser angenommen wird, dass das besser weiterverbreitet wird. Ich sage dazu nachher kurz noch etwas. Da ich Zahlen habe, die sehr rasch verfügbar sind, hilft mir das auch, wenn ich Förderanträge beantragen will, Förderbeiträge beantragen will oder wenn ich Geld geben, Berichte über meine Aktivitäten und die Resonanz der Aktivitäten abgeben will. Und nicht zuletzt auch unterstützt es mich bei der Vernetzung, denn es zeigt auch auf, diejenigen, die einen Artikel weiterverbreiten, sind meistens auch diejenigen, die sich für den Artikel interessieren. Und so kann ich dann je nachdem auch Verbindungen knüpfen, sehe dann auch, wer sich für dieselben Thematiken und Gebiete interessiert wie ich selbst. Und das kann mir ermöglichen, dass ich neue Forschungspartner finde. Das sogar als ganz grob als kurzer Überblick, was die Vorteile für mich selbst sein können. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es möglich ist, auch diesen Forschungsoutput etwas aktiv zu bewerben. Wie habe ich das gemeint? Also einerseits ist es ganz wichtig, wenn Sie mit Altmetrics arbeiten wollen, dass Sie wirklich die DOI benutzen. Das heißt, der Digital Object Identifier, der meistens beim Artikel angegeben ist. Denn ansonsten kann keine Messung gemacht werden. Das sieht man manchmal auch, wenn man einen Artikel hat und dann eigentlich die Altmetriken anzeigen lassen will, dass es nicht funktioniert, wenn die DOI nicht gefunden wird.
Dann ist es auch von Vorteil, wenn Sie Open Access publizieren, da das schneller und besser aufgefunden wird und einfach weiter verbreitet werden kann, weil theoretisch alle Zugang haben. Nutzen Sie die Org-ID und achten Sie auch darauf, dass sie immer aktuell ist, da viele Verknüpfungen auch darüber funktionieren. Und es gibt auch die Möglichkeiten, die Möglichkeit, die altmetric.com zu informieren, wenn jetzt Ihr Artikel nicht erfasst wurde, sodass Sie das dann die DOI hinterlegen, das erfassen, dass Sie das dann auch weiter verbreiten können. Und nicht zuletzt auch können Sie selbst auch etwas dazu tun, indem Sie eine Online-Diskussion starten, Ihren Artikel über Twitter, Facebook oder wie auch immer ResearchGate verbreiten und promoten und dann eigentlich diese Weiterverbreitung auch anstoßen helfen. Genau. Jetzt, wie kann ich mir die Daten anzeigen lassen? Ich habe jetzt gesagt, das sind die Vorteile. Weshalb sollten Sie das nutzen? Aber wie mache ich das genau? Man kann das Plugin herunterladen. Sie sehen hier die Adresse, unter der ist es frei zugänglich. Dann installiert sich in Ihrem Browser ein kleiner Link, den Sie dann anklicken können, dass Sie diesen Donut hier erhalten. Ich habe Ihnen ein Beispiel gemacht, dass ich habe hier einen Artikel in einer Zeitschrift aufgerufen und dann auf diesen Knopf gedrückt und habe dann hier diesen Donut erhalten. Also Sie sehen hier auch, es ist sehr blau, also es sind in erster Linie Tweets und eine Facebook-Erwähnung. Ich kann mir dann immer auch, wenn ich das sehe, hier auch mit einem Klick auf Details die Details anzeigen lassen. Das mache ich nachher. Vorher noch ein anderes Beispiel. Es ist zunehmend auch so, dass gerade die Herausgeber der Zeitschriften die alternativen Metriken oder einfach Metriken an sich direkt anzeigen. Also hier wäre ein Beispiel, da sehen Sie den Titel und Sie sehen hier unten direkt eigentlich diesen Donut angezeigt. Ich könnte mir das auch hier über Article Metrics anzeigen lassen. Auch hier gilt dann, dass ich auf Details klicken kann. Wenn ich das tue, komme ich auf eine solche Seite, da sehe ich immer noch, um welchen Artikel geht es. Ich kann mir dann eigentlich die Zusammenfassung anzeigen lassen. Hier unten, das sieht man jetzt nicht, weil ich es abschneiden musste, ist auch eine geografische Verbreitung aufgezeigt. Ich sehe, wo vor allem dieser Artikel geteilt wurde. Ich kann mir pro Typ Newsblogs, Twitter, Facebook etc. anzeigen lassen, wie sind die Erwähnungen, wie sieht es aus. Und ich kann mir auch hier wieder über die Details anzeigen lassen, wo überall wurde es weiterverbreitet. Und auch hier beispielsweise sehen Sie jetzt, dass es eigentlich sehr, sehr viele Tweets hat und trotzdem ist das Blau für Twitter hier nicht übermäßig. Das ist zurückzuführen auf die vorhin erwähnte Gewichtung, dass einfach Tweets weniger gelten und weniger wert sind als beispielsweise Blogs oder Newsartikel oder Ähnliches. Das ist aber alles auch transparent auf der Seite von altmetrics.com nachlesbar, wie das genau berechnet wird. Ein weiteres Beispiel von unserem Boris-Portal, auch hier ist Altmetrics integriert. Sie sehen hier einen Artikel aus dem Institut für Sportwissenschaft und da sind jetzt die Zahlen etwas bescheidener. Das ist klar, es ist ein neuer Artikel von 2021, das ist das eine und das andere ist auch, dass eine große Zeitschrift eine andere Resonanz hat als unser Boris-Portal. Da muss man auch immer dann das Verhältnis sehen. Hier ist jetzt wirklich so, ich habe mir das angeschaut, das sind wirklich 35 Tweets, die gemacht wurden. Deswegen auch nur eine Farbe. Auch da kann man wieder auf das Symbol klicken und erhält dann die Detailauflistung dazu. Genau. Jetzt
bin ich relativ rasch vorwärts gegangen. Ich habe gar nie gefragt, ob es Fragen hat. Ich hätte noch einen letzten Punkt. Ich mache kurz einen Stopp, weil ich habe jetzt den Teil wirklich zur Artikelebene abgeschlossen. Gibt es bis hierhin Fragen? Okay. Wenn nicht, dann kann ich noch kurz weitergehen. Und zwar jetzt muss ich schauen, ob das so direkt funktioniert. Ich möchte Ihnen eigentlich die Ansicht der Institution noch so live zeigen. Ich habe mich jetzt hierfür anmelden müssen. Also ich musste mich mit der Mailadresse der Universität anmelden, konnte ein neues Passwort vergeben und habe dann hier Zugriff auf den Teil. Sie sehen hier eigentlich, es gibt verschiedene Kategorien. Das erste ist Highlights. Dort sehen Sie dann aufgelistet, was ist am beliebtesten, was interessiert die meisten Leute. Dann kann ich mir nach Forschungsoutput die Publikationsliste der Universität Bern, die in Altmetrics erfasst wurde, anzeigen lassen. Und Sie sehen hier, also die Spitzenreiter haben auch da deutlich höhere Zahlen jetzt mit der Verbreitung. Auch wenn das hier noch ein relativ neuer Artikel ist, es ist viel auch von der Medizin, aber nicht ausschließlich. Aber man merkt, dass dort die neuen Metriken sehr prominent auch sind. Dann kann ich mir in der Timeline auch die Artikel eigentlich im Zeitverlauf anzeigen lassen und dann auch schauen nach einer bestimmten, keine Ahnung, Erwähnung in Blog beispielsweise, dann schauen, wo was wurde. Man sieht auch, wo es eigentlich beginnt. Also da hier denke ich mal, kommt meistens gar nichts und wie die Zunahme ist über die Zeit und ich kann mir dann hier auch noch die Details anzeigen lassen. Jetzt dauert es gerade etwas. Gut. Dass ich dann wirklich Detailangaben habe. Genau. Dann kann ich mir, wie vorhin erwähnt, diese geografische Verteilung anzeigen lassen. Das zeigt dann wirklich anhand der Karte, wo wie viele Quellenweitergaben stattgefunden haben. Mentions zeigt die individuellen Erwähnungen über alle Quellentypen hinweg an. Das heißt, das kann man auch, Sie sehen das hier, mit einer bestimmten Zeitperiode kombinieren und hat dann die Verbindung von dieser Zeitperiode und die beispielsweise Twitter oder so, was genau weitergegeben wurde. Wenn man sich genau etwas genauer anschauen möchte, ja, was funktioniert, wie gut und wie aktiv war die Universität Bern? Genau, das gehört da auch dazu. Und dann bei den Journals ist dann die Liste nach Journal sortiert und ich habe da eine Zusammenfassung, sehe dann auch, wie viel das ist. Wie viele Erwähnungen jetzt bezogen auf die Universität Bern, das es hat. Das gibt auch ja, eine Idee davon, welche Fachbereiche etwas aktiver vertreten sind und welche etwas weniger. Genau. Also es ist wirklich gut möglich, sich hier detaillierte Statistiken anzeigen zu lassen, einen detaillierten Überblick zu haben. Ja, und direkt und sehr rasch auch diese Erwähnung und die Metrik herausziehen zu können. Gut. Sie haben vorhin gesehen, damit bin ich bereits am Ende meines kurzen Vortrages. Ich hoffe, es hat Ihnen einen guten Einblick gegeben. Sie dürfen gerne jetzt noch Fragen stellen, wenn Sie eine Frage haben.